Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft zusammen mit dem Blair, der gerade aber kurz auf K ist. Es geht los nach dem Intro. So, sind wir wieder. Ich gehe jetzt mal wieder Lehm farmen, weil es hat für nicht so viel gereicht bei der Kirche, was wir in der vorletzten Folge gefarmt haben. Oh naja, das wird sowieso noch ziemlich viel Arbeit. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mal irgendwann eine richtige Speed-Aufnahme mache, wo ich dann in 30 Minuten, also für euch sind das 30 Minuten, für mich dann ein paar Stunden, richtig viel Leben farme, aber momentan haben wir nicht die Zeit dafür. Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, weil wir machen ja gerade Viertelstunden-Parts, Take It Light und Minecraft und Anime sowieso. Wir haben momentan einfach gar keine Zeit aufzunehmen. Also nicht gar keine, aber sehr, sehr wenig. Und deswegen haben wir gedacht, besser kommt kürzere Parts als gar keine Parts. Aber wir hoffen, dass es ab nächstem Wochenende wieder normal Länge Part-Dinger werden. Müssen wir gucken. Weil wir hatten jetzt am Wochenende hier auch Tag der offenen Tür heute. Dann hatten wir ja, und dann am Freitag konnte ich auch nicht. Waren wir essen. Da war ich ziemlich lange weg, also gestern auf heute, obwohl ich auf dem Tür war. Dann letztes Wochenende hatten wir bei der LAN-Party, das hat sowieso alles durcheinander geschmissen, da konnten wir fast gar nichts aufnehmen. War irgendwie ziemlich geil. Haben wir jetzt vor, glaube ich, schon erzählt ein paar Projekten, aber ist auch egal. Dann davor im Wochenende ging es ja noch, aber ja, alles okay. Ja. Auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken. Vor allem bald wird es sogar noch ein kleines Problem geben. Und zwar momentan neben Lehrer und ich ja sehr viel immer wieder zu zweit auf. Und ab Folge 300 wird es dann ein kleines Problemchen geben. Dann werden aber wahrscheinlich sehr viel mehr Folgen mit dem David kommen. Warum fällt die in Folge 300 erfahren? Eigentlich werden alle Folgen mit David sein. Eigentlich. Mal gucken. Es gibt nämlich kleine Komplikationen. Was, Erde? Ja, das ist Erde. Schade. Für Leben. Lieber unten reinbuddeln, damit es nicht so schässlich aussieht. Oberfläche, Oberfläche, Oberfläche. So, ein bisschen Erde nehmen und ein bisschen zumachen. So, so, so. Der Lennart ist wieder da. Hey, das erste Mal in dieser Folge. Hallo Leute. Für Boah. Die. Achso. Ah ja, stimmt. Ey, Leute, mir fällt gerade ein. Exakt hier habe ich damals darüber geredet, dass ich meinen neuen PC bekomme. Das war vor etwa einem Jahr. Oh ja, Erinnerung. Ach ja, mein PC. Damals lief der ist ja. Was? Er macht schon was mit dir mit. Jupp. Vor allem, damals hatte ich ja noch den auf meinem PC laufen. Und ich weiß noch, da wollte ich die Wüste hier erkunden. Und das habe ich nie gemacht, weil Spyler dann geleckt hat. Ja, weil du den Server über deinen PC laufen musstest. Ja, habe ich gerade irgendwie nicht gesagt oder so, aber okay. Hast du echt nicht gesagt? Doch, habe ich. Damals lief der ja noch auf meinem PC und er hat das geleckt, weil der doch. Und dann bla bla. Und dann hast du gesagt, ja, weil er auf deinem PC lief. Ist eigentlich ein See oder so. Was? Ob ich noch Mainsee spiele? Na, sehr selten. Mal gucken. Vielleicht komme ich ja irgendwann noch mal auf den Trip, aber momentan nicht. Vor allem haben wir ja momentan sowieso sehr relativ wenig Zeit. Zumindest zusammen aufzunehmen. Habe ich dir aber schon erklärt. Hoffentlich ab nächsten Wochenende dann wieder normal. Habe ich schon ein paar zu. Das ist überkrass. Ich habe jetzt, abgesehen von meinem Geburtstag, seit dem neuen Jahr nur noch Wasser getrunken. Alter! Ja, da kannst du mich mal für loben, ja? Ich habe mir vorgenommen, nur Wasser zu trinken. Na, ich, ganz ehrlich, im Normalfall trinke ich eigentlich nur Wasser und Isolite. Isolite. Ja, Isolite, weißt du, wie viel Zucker da drin ist? Natürlich weiß ich, wie viel Zucker da drin ist. Trotzdem trinke ich ja, das. Ja, guck. Ja, nee, ich trinke,
Also ich trinke eigentlich nur noch Wasser und manchmal eine Isoleute, aber eigentlich nur noch Wasser. Ich trinke aber nie Apfelsaft, Alter, oder Apfelschorle, oder? Was? Welcher Wichser war das? Was sag ich? Ich weiß, glaube ich, nicht. Ja. Was denn? Du warst es, glaube ich. Nee, was hab ich denn gemacht? Sag mal, ich will wissen, wie es abschaut. An meiner Brücke. Nee, nein, nein, das war David. Das war David. Das kannst du in Folgen nachsehen. Warum hat er das gemacht? Weiß ich nicht. Frag ihn das. Das war David. Ich war das nicht. Ja, und wenn ich ihn jetzt töten möchte, sagt er, warum tötest du mich? Ich jag dein Haus in die Luft. Das ich hab so nichts Scheiße bei deiner Brücke gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ja, und warum gemacht wusstest du das dann? Weil David mir das gesagt hat. Ja, und warum hast du mir das nicht gesagt? Weil ich es vergessen hab. Ist genauso schlimm wie dich. Weil ich das vergessen hab. Ja, voll vergessen. Natürlich hab ich das vergessen. Warum vergisst man sowas? Ich Leben farme und nicht TNT-Plante. Exos-Plan da. Wusstest du ja auch nicht. Welcher Plan? Welcher Plan? Wo er mein Haus in die Goldblöcke. Ganz früher. Stopp. Ich wusste hiervon Bescheid. Aber ich hab's vergessen. Ich denk doch nicht dauernd daran, dass ich TNT-Plante. Ich will die Kirche weiterbauen. Und du warst das? Nein, ich war's nicht. Du hast gerade aber gesagt, dass du nicht daran denkst. Ich denk nicht immer daran. Ich denke nicht immer daran, TNT zu planten. Und damit meine ich, dass ich nicht immer an TNT denke. Und damit meine ich, dass ich das halt vergesse, wenn jemand TNT plantet. Vielleicht. Ich weiß wirklich nicht. Kannst du den Folgen nachschauen? Ja, ich weiß. Und wenn David nicht ganz assi ist, dann wird er auch sagen, dass er es war. Ja, aber warum hat er das gemacht? Ich habe dem gar nichts getan. Das ist auch kein Troll, was von einem anderen wirklich kaputt zu machen. Wie ist denn da kaputt gegangen? Ja, meine ganze Brücke. Ein Teil meiner Burg. Wie viele waren das denn? 2 oder 3. Ist hier noch Leben? Toll, und jetzt kann ich erstmal neues Holz farmen gehen. Danke, David, falls das siehst, ja? Er sieht's. Ich werd mich schon dafür rächen. Keine Sorge, aber noch nicht direkt. Julian? Was? Warum nicht Julian? Warum jetzt nicht? Weiß schon, ne? Warte, also lass mich ganz kurz überlegen. Weil ich wieder auf dem Stau stehe, warte. Okay, warte. Auftauchen! Au. Falls du den Ehrgeiz nicht hast, das rauszufinden. Ah, ja. Ich hab's schon gecheckt. Aber ist auch keine richtige Rache dafür, oder? Doch. Ja, stimmt. Warte. Ich schreib dir kurz nochmal was. Das ist aber schon ein bisschen Rache, ne? Warte. Beides. Ja, okay, dann ist es. Warte. Runter? Oder nur so? Ich habe eine super Idee. Aber das sage ich jetzt natürlich nicht. Okay. Und weil ich von damals Plan Bescheid wusste, ist aber ohne Scheiß jetzt wirklich vergessen hatte, werde ich auch damit nichts von deinem Plan sagen. Aber du weißt schon, dass der dann, ich kenne David, der sagt dann, ja Julian, du wusstest auch Bescheid und dann will der dich auch zur Rechenschaft ziehen. Ja, wenn er will, kann er es auch ruhig machen, ist mir scheißegal. Hauptsache, das ist auch jetzt, wenn er deine Bilder zerstört. Ja, meinetwegen, aber das ist dann eigentlich Fairness, weil ich wusste ja darüber Bescheid, dass er den Tee geblendet hat, aber ich habe es ohne Scheiß jetzt wirklich vergessen. Wäre das mir jetzt doch eingefallen, nachdem ich jetzt da alles zerstört habe und ich gesehen habe, wie viel das wirklich war, weil ich das zerstört habe. Das Beste ist jetzt Strömung im Wasser. Das kann ich dir wegmachen, wenn du willst. Okay. Aber ich bin gerade weit weg. Ich kann dir auch kurz so eine Art Tutorial geben, wie das geht. Nee. Das geht einfach. Okay, mach ich das nachher. Aber muss ich noch ein bisschen gedulden, bitte. Ja. Ich schwimme gerade im Nil nach Lehm. Hast schon alles verbaut? Ja. Das ist wirklich sehr viel, was ich da brauche. Aber ich glaube, ich habe genug für den unteren Rand vielleicht. Fuck, ich glaube, ich ertrinke jetzt. Nein! Ah! Komm schon! Okay, alles schön. Jetzt. Alter, ich bräuchte jetzt einen Unterwasseratmungstrank. Scheiße. Guck, die lohnen sich eigentlich voll. Ja, vor allem zum Leben fahren, ohne Scheiß jetzt. Das lohnt sich richtig. Alter, wie weit ich jetzt schon in der Wüste drin bin? Ich möchte mal einen Tempel finden. Wüstentempel. Boah.
Ah, auftauchen. Brauchen wir Tintenbeutel? Tintensäcke. Nee, naja, das wird ja gefixt. Gefixt. Ich nehme einfach mal ein paar mit, keine Schaden. Oder? Das heißt doch nicht mehr. Jetzt heißt Tintenbeutel. Wo ist Tintensack? Warum haben die das eigentlich gefixt? Keine Ahnung. Was habe ich überhaupt für einen Bogen? Ich glaube, Stärke 3 irgendwas, ne? Habe ich? Stärke 4, Schlag 2, das war gar nicht schlecht. Ich dachte, ich habe, glaube ich, letzte Folge versauert, oder? Nee, vorletzte? Ach, keine Ahnung. Ist auch egal. Oh. Noch irgendwo ein Skelett? Da. Wie fandst du heute eigentlich den Tag? Ganz ehrlich, nachdem ich nach Hause gekommen bin. Geil. Ja, ich fand das gar nicht so schlecht. Selbst Deutsch fand ich geil. Jupp. Du mit deinen schönen Weltregierungsgeschichten. Ja und? Was dagegen? Das war auch die perfekte Zukunft für mich. Ja, für dich ja. Da stimme ich überein. Sogar relativ perfekt für andere. Ja. Er hat zumindest ein kleines wenig Gleichberechtigung reingebracht. Naja, ich konnte ja nicht alles schreiben, was ich gedacht habe, ne? Was hast du denn noch so gedacht? Hat ja jetzt hier sagen. Das kann ich hier auch nicht sagen. Nicht im Internet. Ja, und keiner weiß, wer du bist. Trotzdem, falls ich mich irgendwann mal zeigen sollte, ist das doch scheiße. Nein, aber ich denke jetzt nicht rassistisch oder so. Echt ja, nicht. Ja, ich weiß. Ich meine auch nicht das mit dem RTL. Nee, das weiß ich. Nee, aber du hattest doch noch einen Wunsch aufgeschrieben, den du nicht verfassen wolltest. Meinst du das? Irgendwas darüber? Ah, nee, das ist doch nicht mit der Frau. Ich meine, die ist schon verheiratet, leider. Oder hat einen Heiratsvertrag gekriegt. Von echten Kutscher. Jetzt muss jeder wissen, wer es ist. Ja, super. Der sich ein bisschen auskennt. Jetzt war es ja voll voll das Mysteriöse, nicht mehr mysteriös. Nein, mache es gibt ja auch was anderes, was ich gar nicht aufgeschrieben habe. Achso. Das hast du mir auch nicht gesagt, oder? Nee, habe ich auch nicht. Okay. Hätte mich gewundert. Werde ich dir auch nicht sagen, sonst hältst du mich für behindert. Ich halte dich so schon für behindert, da kann nicht viel passieren. Stimmt. Und aber ich halte dich in einem anderen Sinne für behindert. So ein bisschen was? Ich schert das ja ähnlich, was andere von mir denken. Wundert mich ehrlich gesagt. Warum? Weiß ich nicht. Ist doch voll geil. Mir ist eigentlich alles scheißegal. Selbst wenn meine Eltern was zu mir sagen. Alter, ich habe zu viel. Okay, ja, mein Inventar ist voller Leben. Geil. Oh, ich fange jetzt mit meinem Epic Turm an. Epic Turm? Alter, wie weit ich gelaufen bin. Wir sind bei 400, ne? Dann? 400, 300. Ja, aber ja, okay. Und daraus will ich das aussehen. Was? Was hast du gerade gesagt? Also vor 404. Achso, ja, selbstverständlich. Keine Sorge, Leute, alles wird gut. Warum bin ich jetzt nicht am Fluss vorbeigerannt? Das wäre doch viel einfacher gewesen. Entlang gerannt, nicht vorbeigerannt. Oh Gott, das wird so viel scheiß Arbeit, Alter. Möchtest du das alles austragen, hier abtragen? Ja, willst du mir gleich helfen? Vielleicht. Dann hast du was zu tun, dann haben wir Erde. Muss ich mal gucken, je nachdem. Also ich gehe jetzt diese Aufnahme nicht mehr nochmal Leben farmen. Das heißt, je nachdem, wie lange jetzt der Leben noch hält. Komm, das Leben hier nehme ich noch mit. Ja, den Leben, nicht das Leben. Bin irgendwie neuerdings relativ PvP geskillt. Ja, hab ich mitbekommen. Das... Was? Hast du gesagt? Weißt du, woher? Weißt du nicht woher oder du weißt woher? Nee, ich weiß nicht woher. Achso. Ich weiß auch nicht. Ich fände geil, wenn es in der Zukunft wirklich Elektrosport im großen Stil gibt. Du weißt, was das ist, oder? Was nochmal? Ich hab's gerade nicht verstanden. Elektrosport. Elektrosport. Warte. Nee.
Also, es gibt jetzt schon Elektrosport. Das finde ich eigentlich ein bisschen krank, aber auch ziemlich geil, das Prinzip. Das sind riesige Turniere, wo Leute sind, die zocken einfach. Die Ach so, doch, ja. Und da gibt es weltweit irgendwie 20, 30 Millionen Fans sogar. Die zocken dann in irgendwelchen Fußballstadien oder so richtig episch. Sind dann richtig die Pros, Großteil Koreaner oder so, weißt du? Die ganzen Typen da, die da den ganzen Tag dann trainieren. Auf jeden Fall, die zocken dann und können dann wirklich ihr Leben finanzieren. Hier. Dingens geben wieder. Also kleine Mini-Zombies geben jetzt. Level? Ja, XP, genau. War auch endlich mal Zeit eigentlich. Wusstest du das nicht? Ja, die haben ja kein Level gegeben die ganze Zeit. Ja, geht die Folge noch? Ach, zwei. Oh, nur zwei. Alter, die Folgen vergehen gerade so schnell. Aber wir brauchen ja eh, wie viel nochmal? Wir müssen jetzt ein 96 sein, dann brauchen wir noch 97, 98, 99. Lol, ich hatte gerade einen Bug. Ich wurde von einer Spinne attackiert und die war bei mir unsichtbar. Nee, das ist kein Bug. Spinnen können mit Stärke, Unsichtbarkeit und Schnelligkeit Tränke spawnen. Echt? Ja. Seit 1,6, so keine Ahnung. Ich bin noch mal ganz kurz weg und drehe meinen Bruder den Strom macht, damit der kein Internet mehr hat. Ehrlich jetzt? Weil meine Ping gerade immer auf ist. Ja. Und ich glaube, beende ich schon mal die Folge hier. Das war's also von dieser Folge Let's Play in Minecraft, obwohl nicht. Ich bin auch schnell im Leben in den Ofen. Das heißt noch nicht ganz. So. Zombie, Zombie, Zombie. Ich war ganz kurz das Nachgucken. Okay. Es könnte sein, dass mein Mikrofon gerade nicht aufgenommen wird, aber es wird aufgenommen. Ich muss neuerdings immer wieder nachschauen. Oh! Hey! Damit. So. Ab in den Ofen. Mal wieder Schleifwerbung hier. Der Creepermann hier. Der Ninja Creeper. So, was nehme ich mir jetzt zum Brennen? Ich nehme mal ein paar Sticks, Bruder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alter, okay, jetzt mal eine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Ich kann einfach nicht zählen. Wisst ihr das? Okay, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 jetzt? Ja, 16. Mann, okay. 16, 6 heißt 2, 6, Bruder. Julian, regnet. Ich weiß. Oh nein. Meinst du in echt oder meinst du hier? Nee, hier. Oh nein. Die Scheiße ist da dran. Deswegen sterben die Monster nicht. Ja, das ist ein bisschen scheiße, das stimmt. Achso, ich mach dir. Ah nee, warte, die Folge ist eigentlich schon vorbei, warte. Ich bende die jetzt gleich. So. Wie viel Punkt hast du eigentlich jetzt? 3500. Du bist kurz vor 5000, ne? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ach, weg damit. Nee, so. 12 Kohle kommen jetzt da oben rein. Julian wird zwar sagen, ich ein bisschen übertreibe mit der Größe des Turms, aber das ist ja auch ein endlos Let's Play eigentlich. Meinst du mich? Mhm. Aber wahrscheinlich würde ich das sagen. Du übertreibst nämlich wirklich ziemlich oft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Blöcke lang und 36 breit. Lass ich kurz überlegen. Naja, so übertrieben ist ja, das so auch. Ja, so übertrieben ist es wirklich nicht. Ja, aber wenn das siehst, dann weil ist das schon weil das, was du aushöhlst, das ist ja das, was du aushöhlst. Das ist das, wie breit der Turm ist. Breit und lang.
wie viel hüllst du aus? Also hüllst du mehr aus als den Turm? Also machst du noch einen Graben rein? Oder machst du einfach nur, dass der Turm so tief geht? Nein, der Turm wird... Einen also Graben mache ich ja trotzdem drum. Ja, nee, also ich meine, es hätte ja sein können, dass du einen viereckiges Loch machst und einen nicht ganz viereckigen Turm da rein. Hätte ja sein können. Aber du machst auch einen viereckigen Turm da rein. Ja. Achso, okay. Aber das war's dann erstmal von dieser Folge. Let's Play Minecraft zusammen mit dem Lad. Wenn euch die Folge gefallen hat, Achtung, Achtung! Alter, klar. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr eine positive Wertung lassen, wenn ihr hier eine negative sagt, aber warum. Und tschüss! Tschüss.